Herzlich willkommen Leute, hier ist wieder euer Gamer Neighbor, euer Sebastian und ich habe für euch alle Infos zum Update 1.1 zu Division und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Gestern gab es einen Stream von den Leuten von The Division, wo sie das Update 1.1 vorgestellt haben und drüber gesprochen haben und auch schon Sachen zugezeigt haben namens Incursion, was am 12. April erscheinen wird. Und zwar wird es in Incursion viele neue Sachen geben, wozu auch ein neuer Modi zu kommen wird, den Challenge, neue Challenge-Modi. Und der sich an High-End-Gruppen richtet. Also alle, die schon ordentlich Legendary-Gear haben, Level 30 sind und gut ausgerüstet ist. Denn dieser Modi soll wohl richtig, richtig schwer sein. Also wirklich sehr, sehr schwer. Wo ich mich dann auch frage, ob die Gegner da wohl auch Level 32 müssen sie wohl auch mindestens sein. Wo es auf jeden Fall auch dann dementsprechend noch besseren Loot und Waffen geben wird, also besser zu finden sein wird, wo ich mich dann auch frage, inwieviel er noch besser sein kann, sind das dann auch alles Level 31er Gear-Zeug und Sachen, die man sonst auch nur aus der Dark Zone kriegt oder so, da bin ich auf jeden Fall gespannt, denn dazu wurde doch nicht wirklich mehr zum Gear gezeigt, nur dass es wirklich noch besseres sein soll, was man wohl aus Dailies oder den schwierigen Level 32er Missionen wohl dann nicht bekommen kann. Und die erste Mission wird Falcon Lost heißen, wo man in dieser Mission, die wurde auch schon gezeigt in den Stream, gibt es auch schon Videos dazu. Ich gucke mal, dass ich sie euch unterm Video auch nochmal verlinke. Wird es unter die Erde gehen und da wird man dann auch einige Gegner besiegen müssen und einen neuen Boss, der tatsächlich eine neue Art von Strategie braucht, um ihn zu besiegen, wie es heißt, denn er wird wohl nicht durch einfache Gewaffenwald, wie die meisten Gegner mal schießen auf irgendwelche Tanks oder 100 Mal auf seinen Kopf, dann wird er schon erlegt sein, sondern tatsächlich muss man wohl ihn mehr als mit nur Waffengewalt besiegen. Und da bin ich doch auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Es wird auch ein neuer Gegnertyp kommen, nämlich Drohnen werden euch in den neuen Missionen wohl entgegengeschleudert werden. Wie die aussehen, weiß ich noch nicht so genau, zumindest habe ich mir auch das Video noch nicht ganz genau angeschaut. Auf jeden Fall werden sie dann da auch auf jeden Fall auftauchen. Und es soll wohl auch sehr viel wichtiger sein auf die Gruppenkoordination. Das heißt, für die, die drei andere Leute zum Spielen haben, wird diese Mission wohl definitiv einfacher zu erledigen sein. Wenn man es dann, wie ich eventuell, dann für eine Aufnahme mit drei Random spielt, kann es, wenn man sich nicht abspricht, wohl schon einiges schwieriger sein und es soll auch keine Checkpoints geben, ob sie jetzt das eventuell wie bei der 32er Mission machen, maximal nur Checkpoint nach jedem neu erreichten Bereich oder wirklich von Anfang bis Ende komplett keinen. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil wenn das wirklich so ist, ist es wohl doch schon eine recht harte Nummer. Genau, und es soll empfehlenswert sein, diesen neuen Challenging-Modi, den es auch gibt, also diesen neuen Schwierigkeitsgrad, denn es wird ja auch noch ein neuerer dazukommen, wo ich mich dann auch frage, sind dann da die Gegner Level 33 und nicht mehr 32, wird auch dort das neue Gearsets oder die neuen Gearsets werden da empfohlen. Und da kommen wir dann auch jetzt zu sprechen. So, ihr werdet jetzt nämlich auch die Möglichkeit besitzen, Gearsets zu finden und frei zu schalten. Denn nach dem Update wird es dann auch möglich sein, beim Händler, beim Legendary Händler in der Dark Zone oder auch in diesen schwierigen Missionen Gearsets zu finden. Oder auch in den Dailies und in der Weekly Challenge, die dann dazu kommen wird. Das wird nämlich dann, die schwierige Mission wird dann eine Weekly Challenge sein, die dort freizuschalten. Gearsets sind dann tatsächlich dann, wie man es jetzt auch Diablo oder anderen Spielen kennt, Sets sein, die zusammen einen wohl, wie es heißt, sehr besonderen und sehr starken Effekt freischalten. Es heißt auch, diese Gearsets seien wohl extremst schwer zu finden oder zu bekommen. Wobei ich mich dann auch frage, wenn ich mir sowas zum Teil, nicht alle wohl, aber zum Teil, welche auch craften kann, dann aber auch in den Dailies und Weeklies und in der Dark Zone finden kann, wie selten die wohl wirklich sind, wenn man sie in so vielen Möglichkeiten die Chancen hat, es zu bekommen. Aber wie gesagt, es soll halt vier verschiedene Sets geben, die jeweils einen besonderen Effekt haben, der wohl sehr stark sein soll, wie es heißt. Gesehen habe ich noch nichts, aber wie es heißt. Und ich frage mich, wie stark
kann denn dieser Effekt dann auch sein? Denn stellt euch jetzt mal vor, ihr geht in die Dark Zone und jemand hat dieses Gearset schon. Da laufen gleich ein ganzes Viererteam mit Gearsets rum und man zu viert selbst noch nicht. Hat man da denn noch überhaupt eine Chance? Wird das dann gebalanced in der Dark Zone? Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und was dann auch zu diesen Sets gehört, ist der Gearscore. Was ist der Gearscore? Level 30 erreichen reicht nicht mehr aus oder wird es wohl demnächst nicht, denn durch diese neue Mission, den Incursion, wird wohl das nicht mehr nutzen, dass ihr da rein beitreten könnt, wenn ihr einfach nur Level 30 seid, denn es wird wie bei Destiny, wie dieses Lichtlevel, werdet ihr dann halt das Gearscore haben, was errechnet euer Gearlevel. Ihr habt so und so viel Leben, ihr habt so viel Schaden und so viel Technologie und alles und hin und her. Und so werdet ihr dann erst zugelassen, wenn ihr dann ein Mindest-Gearscore-Level erreicht habt und werdet dann auch mit anderen zusammengepackt, die dann auch ein gewisses Gearscore natürlich dann erreicht haben. Und hier steht zum Beispiel als Beispiel mit einem Gearscore-Werten um die 200 auf Level 31 Gegnergruppen treffen können und so. Da bin ich mal gespannt, wie sie das dann so machen mit dem Gearscore, woran sich das alles so misst von der Ausrüstung her. Und wenn ich dann aber auch lese, gegen Level 31er Truppen, das sind aber nicht die härtesten. Wir wissen, 32 ist das härteste. Und das wäre es dann auch hiermit. Und was jetzt auch endlich kommen wird, was sie eigentlich relativ zu Beginn sagten, nach dem Release, ein paar Tage nach Release des Spiels, hätte schon kommen sollen, aber jetzt endlich da ist, das Tauschen oder besser gesagt auch das User-Trading. Ihr werdet dann jetzt auch dann, wenn diese Mission, also dieses Update rauskommt, Incursion, werdet ihr dann auch jetzt endlich die Möglichkeit haben, das Gear zu tauschen mit anderen Spielern, mit denen ihr eine Mission zusammen gemacht habt. Sagt ihr, ihr macht jetzt die Daily oder die Incursion-Mission oder die Weekly, wie auch immer. Und ihr dann zum Beispiel, das finde ich dann auch sehr cool, ob ihr das hoffentlich auch zu den Gearsets gildet, wenn ihr ein Gearset habt, was ein anderer braucht und ihr tauscht untereinander die Gearsets oder könnt halt dementsprechend auch Waffen tauschen, aber halt die nur, die ihr auch gefunden habt in dieser Mission, die Ausrüstung, und die dann auch nur mit denen tauschen, mit denen ihr da in diesen Missionen wart. Das heißt, da lässt sich natürlich um einiges wesentlich besser absprechen, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid. Ansonsten muss man mit dem Chat dann mit dem Random schreiben oder dementsprechend sprechen. So, wir nähern uns tatsächlich schon so langsam dem Ende des Updates, was zumindest jetzt erstmal das Grobe ist. Es kann natürlich auch noch sein, dass ein paar Feinheiten dabei sind, die noch nicht erzählt oder aufgezählt worden sind. Ich habe mir, wie gesagt, die ganzen Infos hier aufgeschrieben auf dem PC, damit ich die euch gut vorlesen kann. Sind tatsächlich die Dark Zone, die Supply Drops bekommen wird. Es wird wohl in bestimmten, was heißt bestimmten Gebieten, wie sich das jetzt so aufteilt, weiß ich noch gar nicht genau. Auf jeden Fall soll jede Stunde Supply Drops in die Dark Zone runtergelassen werden. Ich weiß nicht, ob jetzt nur da oder in jedem Bereich ein Supply Drop pro Stunde. Wo es dann die Möglichkeit gibt, hinzugehen, diesen Supply Drop zu öffnen, wo auch super coole, seltene Sachen drin sein sollen. Und ihr werdet dann auch die Möglichkeit haben, wenn ihr daran kommt, die Sachen sofort zu behalten und auch auszurüsten, da sie nicht kontaminiert sind, da sie ja nicht aus der Dark Zone per se sind, sondern reingebracht worden sind und somit nicht kontaminiert sind. Die Schwierigkeit daran ist natürlich aber, dass diese Kiste wohl von anderen Gegnern, also von KIs, beschützt wird, die ihr erstmal ausschalten müsst, die wohl auch schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben, also natürlich von der Dark Zone her immer stärker höhere, wahrscheinlich auch gelbe Gegner mit Namen. Und aber auch nur das Team, was zuerst wo an diese Box rankommt, wird dann auch diesen Loot behalten dürfen. Das heißt, wenn natürlich einmal in der Stunde dieser Drop kommt, der wahrscheinlich auch noch angezeigt natürlich wird, wo er landet, und da treffen sich viele andere Spieler noch und jeder will als erstes an dieser Kiste dran sein mit seinem Team. Ich glaube, da wird zum Teil in solchen Kisten wohl so ziemlich das Chaos sein. Und da, das ist wieder so ein bisschen interessant. Da bringen sie mal wieder ein bisschen Pep in die Dark Zone mit rein. Denn dort kann man auch, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf erpicht ist, an diese Kiste ranzukommen, doch abwarten, wer sich traut, Rogue zu werden, um tatsächlich als erstes an diese Kiste ranzukommen. Da bin ich echt gespannt, was sie da so veranstalten, wie das wohl so wird, wie das aussehen wird, wie dieser Supply Drop aussehen wird, kommt da langsam runtergelandet, da könnte man ja im Grunde schon direkt dran, oder stehen dann da auch schon direkt Gegner,
Oder liegt schon direkt da oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie es machen. Das könnte auf jeden Fall wieder, wie gesagt, neuen frischen Wind in die Dark Zone wehen. Und zum guter Letzt kommen wir was jetzt natürlich nicht so großartig wichtig und neu ist, aber doch schon das Spiel ein bisschen verbessert ist, die Spectator-Kamera. Ihr kennt das, ihr stirbt in irgendeiner hohen Mission und müsst dann entweder warten, bis ihr tatsächlich erst wiederbelebt werdet, oder müsst dann da eine halbe Minute liegen oder eine ganze Minute, bis ihr wieder respawnen könnt. Und dann könnt ihr ja euch nie, da habe ich mich auch schon gewundert, nie wirklich umgucken. Ihr könnt euch um eure Leiche da drehen, aber nie eure Teamkameraden beobachten und so. Das wird aber dann jetzt natürlich möglich sein, aus dem Blinkwinkel eurer Teamkameraden dann das Spiel in der Zeit, wie ihr tot seid, sehen zu können. Was natürlich jetzt nichts Weltbewegendes ist, aber oh mein Gott, es war schon langweilig, da einfach nur zu liegen und dann dementsprechend zu warten und gar nichts zu gucken zu haben, weil man sich nur immer um die eigene Leiche da so drehen kann. Ist es eine kleine, aber feine Verbesserung, die definitiv das Spiel wieder ein bisschen angenehmer gestaltet. Das war zumindest erstmal alles von meiner Hinsicht aus den Update 1.1 so Incursion. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch weiterhelfen und einige neue Infos rausholen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich jetzt das allererste Mal seht, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und das war es dann auch von meiner Seite, von eurem Sebastian, eurem Gamer-Neighbor. Und nicht zu vergessen, passt auf euren Rücken auf, da draußen Agenten, und haut rein, Leute.